Also das ist ja ein großer Flüger. Da haben unsere Städte und Jugendreisen sicher viel Platz und viel Spaß drinnen. Genauso viel Vergnügen wünsche ich jetzt mit der neuen Sendung Sparkassen Quizflieger. Willkommen im Sparkassen-Quizflieger 2016. Ich und mein Kollege Andreas sind wieder in der Luft für euch. Ich spüre schon, hinter mir band sich etwas Unglaubliches zusammen. Gewaltige Kräfte mit uns an Bord. Mr. Universe, Rainer Stoß. Rainer, alles klar? Ja, hallo, der Raphael. Servus, Rainer. Wir sind jetzt gerade entlang des Walserkammes in ein Tal eingeflogen. Ja. Da sieht man eine schöne Bergstation, sieht man hier. Bars, genau. Gebiet voller Terns. Ja, ja, ist schon richtig. Aber noch nicht genau. Das gab voll. Aha. Ja, wunderbar. Okay. Ja. Ausgezeichnet. Sehr gut. Tolles Skigebiet, da bin ich als Bursche Ski gefahren und Skirennen. Ja? Ja. Und natürlich eine tolle Sommerrodelbahn haben sie auch. Aber auch schon gefahren im Jahr. Ja, sicher, mit der Tochter. Mit der Ja, Rainer, das ist ganz ja, richtig. Super, gratuliere. Die ersten 100 Euro für unser Pflegebett. Super. Aber. Skigebiet Laternsker Pfahl. Da wird es auch hoffentlich jetzt bald wieder losgehen für die Wintersaison. Und wir schauen auf unsere geheime Zauberliste und sagen, bis gleich beim nächsten Ziel. Ja, lieber Rainer. Herzlichen Dank einmal an dieser Stelle auch für dein Erscheinen und bei deiner Hilfe hier für den Quizflieger. Erscheinen ist gut. Genau. Der kann jetzt gleich das nächste Ziel raten, also, Raphael. Ja, genau, Rainer. Und zwar fliegen wir gerade dran vorbei, diese Spitze, die das ist. Das sieht einmal gut, auch der Müll so Mittag spielt. Oh, so Pistole geschossen. Da muss man gar nicht mehr viel sagen. Da muss man gar nicht mehr, wieso das? Kennt ihr das? Ja, da war ich auch schon Skifahrer und der Müll ist ja das reichste Dorf von der Welt. Und da ist jedes Jahr, wird da die Schneekönigin gewählt, da war ich heuer auch dabei. Ja. Das ist eine super Veranstaltung. Ja, super. Absolut. Herzliche Gratulation, Rainer, 200 Euro für unser Pflegebett. Okay. Super. Genau. Super. Einsame Spitze. Lieber Rainer, wir fliegen jetzt gerade in die Vorarlberger Hochgebirgsszenerie ein. Und rechts von dir erscheint auch schon der erratende Gipfel, besitzt einen leicht eigenartigen Namen, aber sehr wichtig für die hiesige Segelfliegerei und auch für die Kletterszene. Muss leider passen, ich kenne ihn nicht. Da wird ihn kennen, ist ein begeisterter Kletterer. Also wir fliegen ja noch ein paar Sekunden dran vorbei. Da wird es Gedenkzeit. Also ja. Der liegt im großen Walser, da hat ein ganz, ja eigentlich ein verrückter Name, völlig aus dem Ruder, aber darum eigentlich auch so bekannt. Ah, muss ich passen, kenne ich nicht. Au weh, au weh. So, es gibt jetzt noch, die Lösung gibt es noch nicht. Jetzt gibt es zuerst als kleine Strafaufgabe, müssen wir dich bitten. Und bitte schön voll und fein. Wir züchten jetzt schon als Zettel. Der frische Duft da herinnen. Rainer, so, wir haben da. Also, es gibt jetzt die Auflösung, lieber Rainer, ein wichtiger Berg im großen Walsertal ist der Zitterklapfen. Genau, okay. Zitterklapfen. Und zwar, ja, genau, im Lechquellengebirge gelegen, ist 2403 Meter hoch und ist ein 2 Kilometer langer Gipfelgrat in der Nordhälfte des Lechquellengebirges. Und der Name, ja, sehr sonderbar, hat aber auch eine Bedeutung, und zwar kommt er von dem angeblichen Schwanken der dürren Wetterbäume. Klapfen heißt in diesem Sinne, der Felsen klopft. Also wie viel haben wir jetzt in der Kasse in dem Fall? Ja, immer noch diese 200 Euro. Weil ist ja schon was. Absolut.
Ja, Rainer, kurze Frage. Was isst du denn so untertags? Als Mr. Universe. Oh, ja. Ein Haufen, aber mal bis zum Kilo Fleisch. Ein Kilo? Ja. Wow. Jeden Tag, also auf den Tag verteilt. Auf den Tag verteilt, natürlich. Aber es geht auch auf einmal. Auch auf einmal? Okay. Einige Kilogramm mehr sind es rechts unten, lieber Raphael, und unser nächstes Ziel naht. Genau, ja, dann gebe ich gleich weiter, lieber Rainer. Ja. Wir fliegen jetzt an einer Wand vorbei. Die liegt zwischen Klostertal und Walsertal, kann man so sagen? Genau, ja. Es ist ja schön rot gefärbt, oder? Das ist die rote Wand. Ah, ausgezeichnet. Bravo. Ja, super rein. Aber es macht keinen Spaß irgendwie. Ah. Die Berge, die er kennt, die kennt er. Obwohl, es macht Spaß. Super. 300 Euro. Herzlichen Dank. Ausgezeichnet, Danke an dieser Stelle auch einmal den Vorarlberger Sparkassen. Sie ermöglichen uns dieses, hoffentlich auch für Sie, lustige Spiel in der Luft in unserem Quizflieger und natürlich schlussendlich das dringend benötigte Pflegebett. In dem Fall, Raphael, immer auf zum nächsten Punkt. Genau, am Fuße dieses Berges siehst du den Spullersee, lieber Rainer. Und kannst du schon leicht erahnen, um was es, welchen Berg es sich hier handeln könnte? Ich rate mal, Braunau-Spitze oder Braun... Nein! Wenn du noch weißt, für was der Spullersee, dieser Stausee, eigentlich im Klostertal angesiedelt wurde, wenn du das weißt, für was der gebraucht wird, dann lassen wir es gelten. Okay. Hast du eine Ahnung? Stromer, oder? Richtig! Okay. Bravo! Somit, wie viel? 400 Euro im Fall. 400 Euro für unser Pflegebett. Sehr gut. Rainer? Ja? Dieses Skigebiet. Und Wandergebiet. Ja, und Wandergebiet, genau. Also das kenne ich schon mal im Klostertal, das ist im Sonnenkopf. Wow, da bin ich auch schon Ski gefahren, ist super, auch sehr gut zum Tiefschnee fahren. Und es ist das einzige Skigebiet, wo keine Schneekanonen hat. Ja, wunderbar. Okay, stimmt, der Sonnenkopf hat noch nie Schneekanonen eingesetzt. Liegt natürlich von der Topografie her besonders. Genau, ja. Und wir fliegen hier wunderschön über die Bergstation. Schön. Über auch das Bärenland, das ist natürlich toll für Kinder. Bärenland, man sieht es gerade schön da unten, gell? Ja. Wunderschön gelegen mit dem Weiher. Haben sie ganz toll gemacht, das ist zu empfehlen, dass man sich das einmal anschaut. Und wir starten schon, zackig, aber knackig, gerade über den Grat vom Klostertal ins... Das ist erst Montafon, einmal. Oder? Wir sind da im Montafon, großflächig, richtig gesagt, ja. Auf der rechten Seite allerdings siehst du jetzt einen berühmten Hausberg in einem bestimmten Seitental des Montafons. Und wenn man da nach unten schaut, sieht man ein kleines Dörfchen in einer... Gargellen. Nein! Aua. Nein! Okay. Wir sind hier, Gargellen wäre... Ah, wir sind also eine Chance geben wir dir noch, wenn man ins Montafon reinkommt und dann gleich links fährt, kommt man in was für ein Tal? Total. Silbertal. Ja, genau. Das ist der erste Teil der Antwort. Und wie nennt man jetzt diesen kleinen Teil, dieses kleine Dorf da? Christberg. Ja. Raphael, das nehmen wir uns jetzt heraus, oder? Ja. Lass mal gelten, liebe Sparkasse, nicht böse sein, aber wir wollen euer Geld für das Pflegebett. Genau. Also, er wird es nie mehr vergessen, der Mr. Universe. Christberg vergiss ich nicht. Der Christberg im Silbertal. Lente TV durfte da unten auch schon am Silbersee eine tolle Serie drehen. Ja, lieber Mr. Universe, wir sind jetzt auf dem Weg genau dahin, wo du vorhin vermutet hast, wo wir sind. Ach, Gargellen in dem Fall. Ja, genau. Und so als eine Vorpräsentation um den Berg, um den es sich handelt, ist 2770 Meter hoch und gehört auch zu dieser selbigen Gebirgsgruppe und ist zwar der Hausberg der Gargellner, liegt aber in der Gemeinde St. Gallenkirch. Okay. Dann muss ich passen. Darf ich mal, könnt ihr mal googeln? Ja, wahrscheinlich. Haben wir da hoch, haben wir überhaupt empfangen?
Obwohl, ist ja für einen guten Zweck, ich mache mal das schnell, ich schau okay, mal nach. Okay, sehr gut. Ja, aber schnell dann, ja? Ja. Okay. Da ist aber hurtig. Jetzt guck ich da wirklich, oder? Der Matrisenberg. Oder? Oder der Schmalzberg. Okay, du hast... Dann zwei zur Auswahl. Du hast zwei jetzt aber zur Auswahl. Ich nehme den Matrisenberg. Aha. Okay. Bravo, gute Wahl. Gratulation. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Vor dir auf der rechten Seite die Madrisa. Genau. Und damit 700 Euro im Pott. Und wir sind unterwegs zum vorletzten Ziel. Genau. Bis gleich. Wenn man da jetzt den Montafon weiterfliegt, dann kommt man auch hier mit unserem Rechner an einen historischen Ort auch, berühmt für die Hochalpenstraße, die Silfretta Hochalpenstraße. Ja, historisch bedingt auch durch die Geschichte der späten 20er Jahre von Ernest Hemingway, der hier mit seinem Kumpan Dos Passos zwei Urlaube verbracht hat und seiner ja, Geliebten, genau, verbotenerweise. Ja. Ernest Hemingway hat ja diese Gegend geliebt und sehr viel Skitouren gemacht. Ja, Raphael, und jetzt geht es darum, nicht unbedingt einen Berg jetzt zu erraten, aber der höchste Punkt dieser Hochalpenstraße von Vorarlberg nach Tirol wäre zu erraten. Genau. Und der Rainer müsste rechts jetzt dies schon gut. Ja, ist schon mal das Silfretta Stausee, oder? Das ist schon klar. Richtig. Okay. Wunderbar. Ja, und es wird die Bieler Höhle sein. Wird sie sein oder ist es? Ist sie, ja. Das ist ja. Die Bieler Höhle. Bravo! 100%. Sehr gut. Bravo. 100% in dem Fall. Da kann man schön mit dem Motorrad rauffahren, ist natürlich ein Traum. Okay. Ich hab's jetzt eher so mit dem Flugzeug. Ja, ich hab kein Flugzeug. Ich fliege das erste Mal mit so einem kleineren Flugzeug mit und ist der Hammer, das kann man empfehlen. Kann jeder mal machen. Ja, ja. Sehr ist gut. Auch ganz was anderes vom Erlebnis. Ja, und vor allem schaut Vorarlberg von oben mal anders aus als wie von unten. Ist echt cool. Ja, ja, somit waren wir dann bei, oder sind wir bei 800 Euro für unser Pflegebett. Von der Bieler Höhe jetzt weiterfliegend zu unserem nächsten nächsten Berggipfel, kann man schon schön erkennen, wie wir am Gletscher vorbeifliegen. Deutet eigentlich auf hohe Höhen hin. Oh, ganz hohe Höhen. Ganz hohe Höhen, exakt. Für Vorarlberg eigentlich die höchste Höhe. Ja, genau. Ja, Rainer, bist du bewandert? Gehst du in deiner Freizeit auch viel in die Berge? Ah, nicht so viel. Sehr selten. Aber da immer schon denkt, dass wir daher fliegen und das ist hier der Pizbuin. Perfekt. Kann ich dir was über den Pizbuin sagen? Ausgezeichnet. Ah, wirklich? Und zwar, wie hoch er ist. 3312 Meter. Auf den Zentimeter. Ja? Ja, und wie das jetzt? Absolut. Ich habe mir gedacht, dass wir daher fliegen, wie gesehen. Okay. Und da haben wir ein bisschen vorbereitet. Gewaltig. Ja, wir schauen in unsere Kasse. Und dürfen sagen, wir haben damit 900 Euro zusammen. 900 Euro. Super, super. Vielen herzlichen Dank. Bitte, gerne. Lieber Rainer. War eine super Geschichte. 900 Euro. Wir sind am Pizbuin angelangt. Auch der Namensgeber für den Pizbuin Global Fonds der Vorarlberger Sparkassen. Und darum dreht sich auch ein bisschen die Sendung für unser Pflegebett. Und nochmal aller herzlichen Dank, lieber Rainer. Ja, danke dir. Gerne. Wir machen schnell ein Foto. Am Fotografieren, genau. Und wir genießen mit dem Rainer und unserem Kameramann Alex und Raphael noch den schönen Heimflug nach Hohenems. Sagen danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Ciao.